Ein Angriff auf Iran würde viele Menschenleben im Iran, Israel, Palästina und im Nahen Osten kosten. Nach eigenen Schätzungen des US-Militärs würde es in einen allumfassenden Regionalkrieg führen. Die menschlichen Kosten eines solchen Krieges würden sogar die des Irak- und Afghanistan-Krieges übersteigen. Die beiden anderen Fälle, in denen mit Krieg versucht wurde, zu demokratisieren und zur Stabilisierung der Region beizutragen. Die Friedensnobelpreisträger Obama und die EU behaupten, dass Sanktionen ein diplomatisch akzeptables Mittel wären, um Krieg zu vermeiden. Dies trotz wachsender historischer Beweise dafür, wie US-geführte Wirtschaftssanktionen regionale Strukturen und Bevölkerungen seit dem Golfkrieg zerstört haben. Die vermeidbaren Lebensverluste im Iran durch Mangel an medizinischer Versorgung durch Sanktionen sind die jüngsten schmutzigen Kapital. Dies ist nicht Diplomatie, sondern dies ist ökonomische Kriegsführung. Darüber hinaus haben Sanktionen bisher dazu geführt, das Regime zu stärken und die Opposition im Iran zu schwächen. Die ganze Zeit werden Millionen von Iranerinnen einer inakzeptablen Form der Benachteiligung als kollektive Bestrafung ausgesetzt. Ebenso sind Kriegsdrohungen und Krieg dafür bekannt, dass sie sowohl die iranische und als auch die israelische Regierung als Vorwand dienen, für weitere Repression und um die Opposition zum Schweigen zu bringen. Sowohl gegenüber dem iranischen totalitären Regime als auch in Bezug auf die Unterdrückung der Palästinenserinnen durch Israel. Wir als Iranerinnen und Israelis würden, wie andere in der Region auch, sofort durch eine solche Politik beeinflusst werden, unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen. Gegen diesen neuen Imperialismus in Form von illegitimen Eingreifen ausländischer Mächte in die Zukunft dieser Länder und Gesellschaften. Unser Protest ist genauso stark wie unsere Unterstützung für die Aufstände und Bewegungen der Menschen im Nahen Osten, die die einzige legitime Kraft sind, um über ihre eigene Zukunft zu bestimmen. Heute versammeln wir uns hier, um beide Kandidaten und die US-Wählerinnen daran zu erinnern, dass sie unser Leben als politische Futter für ihre Kampagnen nutzen. Wir sehen einen engen Zusammenhang zwischen der US-Außenpolitik und der Außenpolitik Deutschlands und der EU, die ja alle Interessenpolitik in der Region betreiben. Um diese Verbindung symbolisch deutlich zu machen, wollten wir eigentlich nach dieser Auftaktskundgebung zu der US-Botschaft laufen. Leider hat uns das Polizei untersagt. Vielen Dank. Jetzt auf Englisch. Genau, jetzt kommt es gleich auf Englisch.